Top gemacht. So, wir gehen erstmal zu dem Arzt jetzt. Ciao. Du fängst hier gar nicht an zu klappern, Junge. Guck mal, die haben keine Pestmaske auf in Venedig. Das ist interessant. Holen wir uns mal. Ich tat, was ich konnte. Achte darauf, dass die Wunde nicht wieder aufreißt. Na komm, weil wir es können, machen wir kurz hier den Zettel ab. Und dann wollen wir zum letzten Banditenkäfig. Guck mal, wie wir da reinkommen. Vielleicht gehen wir auch... Ist da irgendwas drin? Oder haben wir das schon? Oh, zwei Kisten. Ja, das macht Spaß. Ist ein Problem damit? Nerv mich doch nicht. So. Na komm, komm, gib mir ein Küsschen. Na komm schon. So, mal gucken. Wir holen uns die Kisten erstmal. Vor allem, wir haben direkt ein Stück rot bekommen, weil wir so einen komischen Typen da angerempelt haben, der uns im Weg stand. Danke für nichts. So, aber es gibt 1000. Die Kisten haben 1000. Alter, 900 und 1000. Das ist schon crazy. Das ist viel. Sehr gut. Die sind ja abgelenkt. Können wir das hier nochmal eben machen. Top. So, dann wollen wir mal hier die restlichen holen, wa? Ja, geh, ora. Okay, wir müssen da hoch. Wir werden wieder übers Dach gehen. Wir können die Beine ausschalten, ne? Ja, ich glaube nicht. Gut, die hätten wir jetzt auch. Lass mich bitte vorher durchsuchen und nicht aufmachen. Ja. Yeah. Was haben wir? Medizinwurfmesser. Schade. Ah, okay. Naja, gut. Ist egal. Los geht's. So, wir können hier raus. Aus dem Sperrgebiet. Und kommen hier nicht weiter. Hm. Ihr kommt hier rüber, ne? Natürlich kommen die hier rüber. Die schaffen das. Ja, wir hätten einfach runtergehen müssen. Oder? Wir hätten einfach runtergehen sollen. Wir hätten einfach rübergehen sollen. Aber beziehungsweise die beiden, die vier hier einfach wegstellen. Aber sie werden nicht erkannt, das ist doch gut. Also alles richtig gemacht. Weil ich dachte jetzt, wir laufen jetzt eh vorbei und dann werden die erkannt. Nein, bitte! Ich bin ein Freund! Ja, ist schön. Du gehst mir auf den Sack. Wir sind Kistenträger. Die nerven mich übrigens auch extrem. Nee, da können wir jetzt hier nichts abreißen. Hier können wir auch gerade nichts machen. Oh, wir sind sogar versteckt unter denen. Das ist geil. So. Wir wollen mal erstmal da hinlaufen einfach. Sind jetzt die letzten, die wir hier befreien müssen. Danach können wir übrigens noch weiter hier die Aussichtspunkte machen, ne? Hier können wir gerade nichts abreißen, weil hier stehen die überall. Warum zwei? Wo sind die anderen beiden? Die sind doch nicht tot, die sind doch einfach nur weg.
Wir hatten 4. 2 sind einfach weg. Einfach tot. Aber einer muss überleben, nur. Das ist okay. Ich bin auch nur für den einen. Also ist mir egal. Ehrlich gesagt. Machen wir mal hier wieder den hier. Wer auch immer das Ding da hingehangen hat und meint, dass es da gut gesehen wird, keine Ahnung. So. Wir hätten eigentlich alle 4. Aber 2 haben sich aus dem Staub gemacht anscheinend. Bleib dran. Beeindruckend. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Ja, ich krass, gefalle ne? gerne. Ich unterrichte Antonio über euren Fortschritt. Kommt später zurück. Ich habe noch einen Auftrag. Was für einen Auftrag? Trefft mich bei den Docks. Dann sage ich mehr. Molto bene. Na gut. So. Schon wieder viel Kohle bekommen. Hier können wir nirgendwo runterspringen. Das ist ein bisschen nervig. Wir haben schon wieder ein paar Aufträge fertig. Oh, wir müssen auch auf Namonte Regioni zurück. Denn wir haben die Truhe bald voll. Wo haben wir hier so ein... Schnellreisepunkt hier. Und wir holen unseren Brustpanzer. Das ist jetzt gerade erstmal wichtig. Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner Freunde für eine Kavallerie. Ne, komm, wir gehen auf den normalen Weg dahin. Der normale Weg ist doof. Oh, habe ich da noch einen gesehen? Wir wollen jetzt in der Monte Regioni. Aha. Hier sind die Wachen natürlich direkt. Aber direkt. Bleib weg, du Mörder! Okay. Ja, der läuft da zwischen den Wachen her und so. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Soll er sein Ding da durchziehen, ist schön. So. Wir reisen jetzt erstmal nach Monte Regioni. Kaufen noch ein paar Sachen, die wir brauchen. Und komm mal ein bisschen zur Ruhe. Umhang in dem Gebiet hier funktioniert nicht. Tja, so ein Pech aber auch. Was wir denn hier bräuchten? Wir sind wortwörtlich der Grund, oder buchstäblich der Grund, warum das Ding hier so geil aussieht. Und Federn können wir wegbringen. Und Codex-Seiten. Na, ist okay. Wir können einiges machen. So. Wir haben 45.000 Florin. Wenn ich jetzt überlege, ne, so in diese Kiste passen, 44 oder so momentan schon. Na, nehmen wir mit. Ist gut. So, hier bringen wir die Federn. Jetzt haben wir 29 von 100 Federn. Also fast ein Drittel. Wir haben Codex-Seiten. So. Dann müssen wir die eben hier... nein, das wollte ich nicht. Das stimmt. Das hier. Stimmt jetzt auch. Und das hier unten. Ist das die Weltkarte? Uns fehlen aber nur noch 3, 4, 5 Codex-Seiten, ne? Oh, 5 Codex-Seiten, das ist geil. Haben wir noch eine bei? Ne, haben wir nicht. Ja gut, aber, ne? 5 Codex-Seiten ist machbar.
Was ich noch gucken wollte, ob in der DNA irgendein Prozentsatz steht, ein Fortschrittssatz. Also die Aussichtspunkte werde ich natürlich alle holen. Die geheimen Orte, das weiß ich halt noch nicht, ne? Das weiß ich noch. Die Federn werden wir auch alle holen. Ja, Schlägereien könnten wir auch alle machen. Ich guck mal nach, ob ich das hier auch vervollständige. Ich meine, so viel ist es nicht. Das sind hier 4. Die Attentate sind verdammt viel, ne? Also. Aber gucken wir mal nach. Machen wir erstmal weiter. Ich bin sicher, ich hab. Ja, bevor wir hier was reparieren. Holen wir uns den Brustschutz aus Metall. Und jetzt können wir reparieren. So, kleine Waffen holen wir uns erstmal. Da müssen wir nicht wechseln gehen, die große Waffe. Brauchen wir noch? Wir haben alle, ne, die wir jetzt brauchten. Da müssen wir wieder wechseln. Wen haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt das Mailänder-Schwert. Das hole ich mir natürlich wieder jetzt gleich. Kavalleriestreit. Komm, den holen wir uns, dann haben wir das Geld weg. Können wir noch reisen damit? Ich hoffe. Mein Vergnügen, Signore. Kommt bald wieder. Ich hoffe, wir können damit noch reisen, ehrlich gesagt. So. Ja, ja, zeig mal an, wie viel wir dazu kriegen. 4140. Das ist viel. Das ist geil. Top. Das wollte ich. So. Wo haben wir das Mailänder? Das Mailänder Schwert. Das ist bis jetzt das Beste, was wir, glaube ich, haben, ne? Also ja, klar, die haben alle so ein bisschen andere Klamotten und, ne? Aber das fand ich bis jetzt am besten. So. Dann wollen wir mal zurück nach Venedig. Welche unglaubliche Preise ich euch biete, verehrte Kunden. Hab keine Angst. Wir haben jetzt auch richtig viel Leben, ey, das ist geil. Aber bis jetzt ist, ne, also ich glaube, das Spiel war auch damals schon nicht so schwierig, sag ich's mal so. Können wir jetzt schon reisen oder brauchen wir jetzt ein bisschen Kohle? Wir können reisen. So muss das. Ich glaube, hier müssen wir noch einen Aussichtspunkt machen. Das macht auch die Diebesgilde Sinn. Gut, oh, hier sind wir aber auch beim beim, wie heißt das hier? Bei der Mission. Die machen wir jetzt auch da direkt. Meine Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe, Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein und sie werden sie ablenken. Stimmt. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Wir haben, glaube ich, hier kostenlose Diebe. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palast schleusen. So gut wie erledigt. Die Kisten plündern, in denen die Rüstung für Emilios Wachen transportiert werden, dann ein Boot stehlen und zu Ugo bringen. Okay, wir machen das mit den Schiffen so über die See. Das ist okay. So. Dann machen wir erstmal das Missionsziel. So, jetzt gucken wir mal. Hm.
Und sie haben nichts mitbekommen. So muss das sein. Da haben wir die nächsten Kisten. Jetzt rennen wir übrigens doch mit den... kostet trotzdem Geld. Nein. Alter, du rennst aber auch hier wie der letzte Keck rum, ne? Also wirklich. Er ist ja wild. So, da sind die. Da sind die Diebe. Ja, wir können die nicht anhören. Nach uns ist groß. Der Preis bleibt bestehen. Der Preis bleibt bestehen. Wir haben euch gerettet, Alter. Neuigkeiten aus Übersee. Wir brauchen irgendwo eine Kiste oder so her. Ich brauche Kohle. Wir hätten vielleicht nicht alles ausgeben sollen. Aber ich liebe euch, edler Herr. Aber ich liebe euch. Nein. Ist hier eine Kiste? Da ist so eine Kiste drin, oder? Da ist eine Kiste drin, guck mal. Top. Die holen wir und dann können wir... Das reicht. Das ist nicht so viel, wie wir sonst hier kriegen, aber... Dann können wir die Diebe anheuern. So. Könntest du mir nicht auf den Sack gehen, bitte? Weil du mir auf den Sack gehst. Ich dachte, da unten wäre was. Das ist nur das Wasser. So. Ah, Moment. Wir müssten die, glaube ich, nicht mehr anheuern. Aber wir machen es mal. Kauft mir ein wenig Zeit. Die enttäuscht mir nicht! So, er rennt mal weg. Dann machen wir jetzt die nächste Kiste leer, ne? Aber auch gut, ne? Wir holen ihm den Geldbeutel und er rennt einfach weg und ja, scheißt auf seine Mission. Sehr gut. Ach komm, er geht mir gerade auf den Keks, dass wir hier die ganze Zeit diese Zettel hier angezeigt bekommen. Deswegen, jetzt müsste das weg sein. Top. Da ist die letzte Kiste. Ach, da ist sie. Da ist die letzte Kiste. Gut, wie lautet der Plan? Oh, ich nutze nur feinste Wolle. Und ab. Gut, ihr wisst, was zu tun ist. So. Nervig. So. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir da zum Dings müssen. Warum schubst du mich? Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir zu dem Schiff kommen. Aber hier ist Sperrgebiet. Ich würde jetzt gerne warten, dass hier die nächsten Bürger kommen, aber ich glaube, die kommen nicht. Ihr entkommt mir nicht! Ja. Wir sind ja nicht bekannt, ne? Also. Parteien sollen sich bitte bewerben, dass Signore Carpaccio nicht mehr verfügbar ist. Ja, weißt du was? Auf ihn! Toll! Wow. Danke, Ezio, dass du da runterfällst wie der letzte Hannes, ehrlich. Mann, ey. Ciao. Ach komm, es ist so dämlich. Aber wirklich. Wisst ihr was? Hey, ihr wollt uns. Ciao.
Dann kriegt ihr uns. Ich werde hier gerade mal keinen von euch übrig lassen, ne? Ja. 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 Kollege, du gehst mir mit deinen Fallen gerade mächtig auf den Sack. Du kannst mal schön kurz den Kopf zumachen. Dankeschön. Einmal Medizin nehmen. Er liegt mir zu Füßen. Er kniet vor mir nieder. Gut, ciao. So. Ja. Nein. Ah, okay. Top, wie das funktioniert. So. Würde das überhaupt funktionieren, hier mit dem Boot rumzufahren? Ich meine, ist das ein Paddel? Oder gehen die nicht einfach über den Boden damit und stoßen sich dann ab? Ach, da hinten muss ich hin. Ja, ist okay. Aber ich dachte tatsächlich, die stoßen sich ab. Und wenn das Wasser zu tief ist, wird das doch gar nichts mehr bringen. Wir können ja nicht nach hinten fahren. Ja. Die Steuerung von dem Boot ist klasse. Bootsmissionen sind toll. Kannst du aufhören zu paddeln, du Hund? Das ist so doof. Na komm. Irgendwie da reinquetschen, komm. Irgendwie da reinbacken. Ist mir egal, ich will einfach nur diese komische Bootsmission weg haben. Okay. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Top. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Top. Super. Mögen wir? Nehmen wir. Wo ist der Zettel? Ach da. Ah, beeindruckend, wenn auch gewagt. So. Was wir jetzt machen, wir gehen da hoch und werden mal hier den nächsten Aussichtspunkt einmal kurz freischalten. Damit wir das auch haben. Gut. Sehen wir hier noch irgendwas? Federn oder sowas? Ich glaube nicht, ne? Gerade nicht, okay. Synchronisieren. Und dann zu Antonio. Komm, eine Mission machen wir noch. Und danach würde ich sagen, gucken wir weiter. Einen Aussichtspunkt haben wir noch, den wir freischalten können. Das ist der hier. Ich glaube, mehr können wir auch hier gar nicht freischalten. Dann müssen wir erst die anderen Gebiete haben. Deswegen erstmal zu Antonio. Und die Gebiete freischalten. Ah, Ezio. Ich hoffte, ihr würdet zurückkehren. Ich brauche euren Rat bei etwas. Natürlich. Sagt mir, was euch bedrückt.
Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und Erpressung, ja? Ja, wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie sind noch in diesem Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun. So, die verräterischen Diebe entlarven und töten. Werden wir doch eben machen. Ne, da kommen wir nicht raus, ne? Da kommen wir nicht raus. Wer hat euch gelehrt, euch so zu bewegen? Hä? Ach, das sind Wachen da auf dem Boot. Oh nö, sag nicht, die sind auf dem Booten. Oh, verdammt. Also anscheinend werden die auf dem Booten sein. Da ist einer. Schade, ich dachte, wir könnten da so hin. Na gut. Dann, Hey, ihr solltet nicht hier sein. Lachu, da ist er! Auf ihn! Ich nehm dich aus wie ein Fisch. Ja, sollen sie mal. Ist mir egal. Da sind wir. Warum macht ihr das? Ihr habt doch gar nichts gesehen, Hake. Nerv mich nicht. Ja, wenn ihr jetzt auch noch kommt, ist kein Problem. Dann machen wir hier alles platt, die ganze Stadt. So. Ja. Können wir eine Schatzkarte noch holen? Gemälde haben wir alle hier, ne? Ja. San Polo. 505. Wir holen die einfach mal. Dann haben wir schon mal die Schatzkarte von hier. Von San Polo. Wo ist das nächste? Das nächste ist hier, okay. Machen wir erstmal das, was am nächsten ist. Dahinter ist eine Schatztruhe. Die ist da oben. Ja, die rasten aus, wenn wir da hingehen. Habe ich jetzt, ehrlich gesagt, keine Lust drauf. Ach ja, ist okay, sorry. Oh nein, seine Früchte. Heb sie wieder auf. Danke. Ciao. So. Okay. Geh doch mit deinen Kisten weg, Mann. Boah, diese Leute mit den Kisten hier. Sein starker Arm beschützt die Schalut der Wui. Der mächtigen Zorn. Er hält die Mägde warm und weich. Und auf Befehl des Dogen sind. Okay. Wo ist der? Verräter. Donato. Da ist aber wahrscheinlich... da ist eine Feder. Ist egal, dann sollen sie mich hassen. Ich will die Feder haben. Ich will die Feder. Danke. Und vielleicht ist ja auch der Verräter hier oben, ne? Der Verräter ist hier oben. Ciao. Stück Scheiße. Du verrätst ihn nicht mehr. Da ist eine Kiste. Warte. Die Kiste wollen wir haben.
Dann holen wir uns den letzten Verräter. Machen wir erstmal hier das Ding weg. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Das wollte ich auf jeden Fall. So, nee, wir müssen jetzt runter. Kann ich ins Wasser springen einfach so? Top. Ich finde das gut. Das erleichtert vieles. Wir werden mal hier keine Aufmerksamkeit auf uns legen. Deswegen werden wir jetzt einfach mal hingehen und... oh, hier sind Kisten. Die Kiste ist da oben, ne? Aber da oben sind auch Bogenschützen. Deswegen werden wir jetzt erstmal weitergehen. Hier sind sehr viele Diebe. Kannst du bitte aufhören? Wer hat euch gelehrt, euch so zu bewegen? Da hinten ist er. Lachu, was glaubst du? Sehr schön. Haben wir. Gut, da oben ist eine Kiste drauf. Ah, verdammt, warte. Ah, guck mal hier direkt. Schön. Und da ist, ein so ein Zettel, den wir abreißen können. Was immer der getrunken hat, es muss gut gewesen sein. Noch so ein Kasper. Ah, verdammt. Ich hab schon Bock auf den. Sag ich, wie es ist.